Die Didaktik. Erstens, was ist das Publikum? An wen richte ich mich da eigentlich? Bei meinem Udacity MOOC gab es einen Post im Forum, wo sich alle vorgestellt haben. Und dann gibt es dann eben hier den Highschool-Student aus Kuala Lumpur. Aber die anderen sind schon ganz anders. Science Educator aus Jamaika. Und hier gibt es den Herrn aus Houston, der mal bei der NASA war. Und hier gibt es jemanden, der in Colorado lebt und eigentlich aus Moskau stammt. Das sind alles Leute, die sind nicht das übliche Hochschulpublikum. Ja, bis auf den ersten hier. Aber auch er ist nicht üblich, weil er kommt aus Kuala Lumpur. Das ist nicht das, was wir im ersten Semester an der Uni und auch nicht an der Fachhochschule sehen. Das ist anderswo genauso. Hier gab es mal Daten von der Duke University an MOOC. Wer nimmt teil? Das sind Leute mit Promotion, geht schon an die 10%. Leute mit Master über ein Viertel. Leute mit Bachelor über ein Drittel. Keine Highschool, ganz wenig Highschool. Sie sehen so viele Leute mit Highschool alleine wie praktisch wie Leute mit Promotion. Das ist ein gebildetes Publikum. Die MOOCs sind nicht für die Erstsemester, lernt man daraus. Oder sie sind noch nicht vielleicht für die Erstsemester. Aber derzeit sind es schlicht und ergreifend nicht die Erstsemester, die da teilnehmen. Das ist ein ganz anderes Publikum. Das ist ein akademisch gebildetes Publikum. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, diese Woche meine Studentinnen und Studenten zu Hause zu fragen. 77 Leute haben tatsächlich da mitgemacht, meinen Bachelor- und Masterstudenten zu Hause zu fragen. Wer hat schon mal von Aversity, Coursera, EdX, Udacity gehört? Wer hat das schon mal angesehen? Wer hat es schon mal genutzt? Sie sehen die Zahlen, es spricht Bände. Das ist nicht das übliche Publikum. Meine Studentinnen und Studenten zu Hause sind nicht das Publikum für diese Angebote. Die haben davon nichts gehört, geschweige denn es ausprobiert. Das muss man sich klar machen. Also sie erreichen mit den MOOCs ein ganz anderes Publikum, was ein Vorteil ist und ein Nachteil ist. Und sie erreichen das andere Publikum auch nur zeitweise. Das ist eines der ersten MOOCs hier gewesen vom MIT. 150.000 melden sich an. Weniger als die Hälfte guckt sich die erste Hausaufgabe an. Davon weniger als die Hälfte erreicht überhaupt einen Punkt bei der ersten Hausaufgabe. Und dann die Hälfte guckt sich die Prüfung in Mitte des Semesters an und so weiter. Zum Schluss sind es noch 5.800. Die Zahl, mit der man wirbt, sind die 150.000, die angefangen haben. Diese Zahl ist mit sehr viel Körnchen Salz zu nehmen. Also die meisten Leute schnuppern nur und geben allzu schnell wieder auf. Teilweise werden diese Kurse dann einfach als Nachhilfe benutzt. Man guckt einfach mal rein, man möchte wissen, wie denn jetzt der eine Transistor in dieser Schaltung funktioniert. Okay, und dann sind wir fertig und sind wieder draußen. Aber ganz viele Leute übernehmen sich einfach und hören dann sofort wieder auf. Also diese Hunderttausende, die angegeben werden, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Es gibt hier von Katie Jordan eine ständig gepflegte Sammlung von veröffentlichten MOOC-Daten. Wie viele Leute waren angemeldet? Wie viel Prozent haben bestanden? Sie sehen, je größer das MOOC wird, 200.000, 100.000, je größer das MOOC wird, umso weniger bestehen, ein paar Prozent. Bei den ganz Kleinen hier, wo nur ein paar hundert teilnehmen, da scheint die Chance größer zu sein, 20%, 30%, knapp 40%. Interessante Daten, die gibt es auch noch verschieden aufbereitet, muss man mal reinklicken. Eine Frage, bevor man anfängt, einen MOOC zu machen, taktet man das? Will sagen, hat man Deadlines drin? Zum so und so vielten muss diese Aufgabe bearbeitet sein und am so und so vielten verschwindet dieser Kurs aus dem Netz, das wäre getaktet. Oder macht man es self-paced? Udacity macht sehr viel self-paced, mein Kurs ist auch self-paced, der läuft seit mehr als einem Jahr und wer anfängt, fängt an und wer aufhört, hört auf. Die Prüfung kann irgendwann gemacht werden. Das sind zwei Modelle. Das übliche Modell ist getaktet mit Deadlines, dieses Udacity-Modell. Self-paced ist eher ungewöhnlich. Man muss sich überlegen, was man machen will. Wenn Sie Deadlines einführen, das übliche Modell, dann zwingen Sie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitzuarbeiten, dabei zu bleiben, gegen Prokrastination. Und die Diskussionen, die man dann hat auf dem Forum, ranken sich um die Themen der aktuellen Woche und nicht um den Kurs von A bis Z. Und natürlich, wenn es um Öffentlichkeitsarbeit geht, um Marketing geht, wenn in einer Woche 100.000 Leute anfangen, haben sie natürlich mehr Wirkung in der Presse und in den anderen Medien, als wenn über das eine Jahr 100.000 Leute anfangen. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, glaube ich, weshalb Coursera und EdX dieses Modell machen. Es ist nämlich problematisch, wenn jemand noch ein Leben hat, neben dem Studium, das er da machen soll, dann ist das heikel. Wenn man diese eine Woche verpasst hat, ist man plötzlich draußen. Genauso, wenn man feststellt, oh, man muss sich nochmal angucken, wie denn die Quadratwurzel ging. Wenn das eine Woche kostet, die Quadratwurzel nachzugucken, ist man draußen. Und wenn man erzwingt, dass die Fristen eingehalten werden, ist natürlich die Versuchung groß, einfach irgendwie durch die Prüfung zu kommen. Wir klicken wild, wir schreiben mal irgendein Blödsinn und hoffen, dass es geht. Das ist nicht gerade lernförderlich.
Das muss man sich vorüberlegen. Deadlines oder keine, getaktet oder nicht getaktet. Zur Didaktik der Videos jetzt im Detail. Ein sehr empfehlenswertes Buch, wenn Sie anfangen, sowas zu produzieren, lesen Sie das unbedingt. Es gibt von Herrn Meyer sehr viele Forschungsarbeiten, er hat es wirklich klitzeklein alles ausprobiert. Wie baut man Multimedia-Lerneinheiten auf, dass auch wirklich was ankommt, wirklich getestet dann, was ankommt. Und dieser Kahn-Style, Salman Kahn hatte ich erwähnt, dieser Kahn-Style an Videos sieht nach seinen Kriterien geradezu perfekt aus. Ein extrem reduzierter Inhalt, eine extrem reduzierte Darstellung, kein Vierlefanz hier. Und inhaltlich dreht es sich um ein einziges Körnchen. Sprechen und Zeichnen. Ich komme über zwei Wege ins Hirn. Das Zeichnen übers Auge, das Sprechen über das Ohr. Ich rede persönlich, als ob man in der Kneipe nebeneinander sitzen würde, rede ich persönlich mit dem Studentin, der Studentin. Es fühlt sich persönlich an. Es sieht so aus, als ob man da auf dem Bierdeckel in der Kneipe irgendwas aufmalt. So sieht es aus, so fühlt es sich an. Das scheint nach dem Stand der Forschung auch effektiv zu sein. Wenn jemand extrem geschliffen erzählt, wirkt das so, als ob man viel gelernt hat. Man hat aber tatsächlich genauso viel gelernt, als wenn jemand die ganze Zeit rumstockt. Also es gibt ein gefühltes Lernen, was was anderes ist als ein echtes Lernen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Die Star-Professoren, Star-Professorinnen können das falsche Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fördern. Wenn man Videos perfekt macht, wenn man erzählt, so ist es, so funktioniert Schwerkraft in der klassischen Mechanik, gibt es den Effekt, dass einige Studenten glauben, sie hätten was gelernt, sie haben nachher genau dieselben falschen Vorstellungen wie vorher. Die falschen Vorstellungen sind bestätigt worden. Man muss, das habe ich daraus gelernt, Missverständnisse konkret angehen. Sie müssen in Videos wirklich sagen, das kann man auch so falsch verstehen. Warum ist das eigentlich falsch? Und natürlich dieser allgemeine Effekt, der Dunning-Kruger-Effekt. Je weniger man weiß, umso überzeugter ist man von dem, was man weiß. Das schlägt bei diesen Videobewertungen zu, wenn man sagt, oh, das fand ich jetzt toll, ich habe was gelernt. Vertrauen Sie nicht drauf, wenn jemand sagt, er hat was gelernt oder sie hat was gelernt. Das heißt nichts. Wenn man selber sagt, man hat was gelernt, das heißt überhaupt nichts. Zu den Quizzen, das kam ja eben schon in der Diskussion. Bei Udacity sind massiv viele Quizze drin. Nach ein, zwei Minuten kommt ein Quiz. Das wäre also quasi eine Vorlesung bei mir auf Udacity. Und da sind dann eben 13 Quizze drin. Überall, wo die Punkte hier stehen, sind Quizze drin. 13 Quizze in einer Vorlesung. Der Sinn von diesen Quizzen ist, eben nicht diese Fernsehsituation zu haben, mit der Tüte Popcorn ins Kino zu gehen, sondern die Situation zu haben wie in einem Computerspiel. Ich arbeite damit, ich bin engagiert. Ich sehe drei Sorten an Quizzen. Das wäre so das Elementarste. Das ist Multiple Choice von der schlimmsten Sorte. Adult learners appreciate having the purpose of their session stated at the beginning in einem MOOC über erwachsene Lerner. Und dann müssen sie sagen, ja oder nein. Ja, das ist ja toll, das ist ja sehr tiefschürfend. Das ist für mich so ein Totmannschalter wie auf der Lok. Wenn der Lokomotivführer nicht regelmäßig drückt, bleibt die Lok stehen. Hier bleibt das Video stehen sozusagen. Finde ich nicht gerade prickelnd, könnte man besser machen. Aber auch das, Forschungsarbeit dazu, auch das hilft dabei, dass die Studentinnen und Studenten nicht so häufig an Facebook zum Beispiel denken. Wo könnte jemand was auf Facebook gepostet haben? Müsste ich auf WhatsApp nachgucken? Das hält schon ein bisschen bei der Stange. Das hier wäre die nächste Stufe, Skill and Drill, wie bei den Behavioristen. Ich habe wirklich mal Übungen, die lösbar sein müssen mit dem, was bisher dran war, ist kapiert worden, was da erklärt worden ist. Das ist nicht nur eine einfache Prüfung, ob man sich nochmal angucken muss, das ist interessanterweise auch ein Lernvehikel. Man lernt durch Tests. Der Test vertieft das Wissen. Indem ich darüber nachdenke, indem das Wissen abgefragt wird, wird es auch vertieft. Tests sind nicht nur Tests, sondern Tests sind auch Lernvehikel. Und was ich am interessantesten finde, was auch regelmäßig drin sein muss, irgendwie müssen wir mal in die Tiefe gehen, nicht einfach nur Wissen abfragen. Was ich auf Capira zum Beispiel versuche, dass ich frage, was ist der nächste Schritt? Gebe an, welches von den vier Dingen, das kann man zum Beispiel mal per Multiple Choice machen, welche von den vier Schritten ist der nächste? Ziehe ich von beiden Seiten 7 ab, mache ich Polynomdivision, welcher dieser Schritte ist der nächste? Man könnte auch die Studentinnen und Studenten bitten, sich selbst was zu erklären. Schreibe hin, was eine Definition für dieses ist oder wie sieht diese Funktion aus? Warum hat die diesen Verlauf? Und dann wieder mit Peer Review andere das nachgucken lassen, ob das Sinn ergibt. Auf Udacity habe ich sehr viel entdeckendes Lernen probiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten selbst herausfinden, welche Zahlen hier reinkommen. Wie kriege ich die Näherungsformel für die vierte Ableitung? Solche Aufgaben sind diejenigen, die die Showstopper sind. Das ist total schwierig, das online alleine zu machen. Das habe ich gelernt auf die harte Art. Da muss man sehr vorsichtig sein, solche Aufgaben zu stellen. Da verliert man viele Leute.
Das ist eine große Herausforderung, ohne Unterstützung das hinzukriegen. Wenn ich im Klassenzimmer daneben stehe, sozusagen im Seminarraum daneben stehe und ein bisschen Tipps geben kann, dann geht das. Aber wenn jemand alleine online davor sitzt, schwierig. Blended Learning, die Mischung von MOOCs und Präsenzlehre, ist das, was in den USA derzeit auch massiv probiert wird. EdX macht es, hier mit Bunker Hill und Mass Bay, Massachusetts Bay Community Colleges. EdX macht es genauso mit der San Jose State University, die arbeitet auch mit Udacity zusammen. Das heißt, diese Community Colleges und San Jose State, die Studentinnen und Studenten da gucken sich das MOOC bei EdX an, werden aber lokal begleitet. Es gibt lokal Teaching Assistants, wahrscheinlich sogar Professoren an einigen Stellen, die das MOOC begleiten. Das MOOC wird quasi das Lehrbuch zur regulären Veranstaltung. Das wäre dann ein Blended-Einsatz von MOOCs. Bisher haben wir das Prinzip, an der Hochschule gibt es Stoff, da wird das Material serviert und zu Hause wird geübt und alle stehen mit Fragezeichen da oder sitzen mit Fragezeichen zu Hause, weil sie nicht wissen, wie sie weiterkommen bei den schwierigen Aufgaben. Der Gedanke ist, das auszutauschen. An der Hochschule im Seminarraum wird gemeinsam geübt und zu Hause gibt es den Stoff in Form von MOOCs an der Stelle. Man guckt sich das MOOC, bearbeitet das MOOC zu Hause, guckt sich das MOOC an, guckt sich die Videos an, diskutiert vielleicht sogar auf dem Forum. Und dazu gibt es dann eine Begleitung live in Präsenz an der Hochschule, wo Fragen beantwortet werden, Aufgaben gelöst werden. Inverted Classroom Model ist ein Name davon, Flipped Class ist ein anderer Name dafür. Auch nichts Neues, Sie sehen, im Jahr 2000 sind diese Begriffe aufgekommen. Nicht im Zusammenhang mit den MOOCs, sondern indem man selbst als Lehrender, als Lehrende seine Videos ins Netz stellt und den Studentinnen und Studenten sagt, guckt euch das vorher an, statt Lehrbuch. So mache ich auch meine Veranstaltungen seit geraumer Zeit. Kann dann eben so aussehen, dass man sagt, das sind die Videos, die guckt euch zum nächsten Mal an. Und dann habe ich als Dozent eben die Möglichkeit, persönlich auf Probleme einzugehen und vor allen Dingen auch komplizierte Probleme festzustellen in der Veranstaltung, indem ich durch die Reihen gehe. Von den MOOCs in diesem Blended-Einsatz gibt es erste Ergebnisse. EdX sagt, bei uns kommen jetzt 91% durch, statt im klassischen Verfahren 55%. Also das wäre die klassische Veranstaltung an der San Jose State. 55% bestehen, EdX sagt nun, mit uns kommen es 91%. Udacity mit Fernbetreuung, die haben ja nur quasi dieses Callcenter. Bei denen ist es beim ersten Mal ganz schön schief gegangen. Klassisch hatten da 65% bestanden und mit Udacity, mit der Fernbetreuung und dem MOOC waren es plötzlich nur noch 25%. Ups, das gab sehr viel Ärger. Die neuen Zahlen, nächster Durchgang, sind wieder besser, aber nur, weil es nicht die üblichen Studentinnen und Studenten sind, sondern weil man alle zugelassen hat. Sie haben gesehen, also fertige Bachelor, fertige Master, fertige Doktoris zugelassen hat. Dann hat man plötzlich 73% bestehen. Aber das ist eben nicht das klassische Publikum, was bei der San Jose State University eigentlich da wäre. Man kann sich fragen, ist das noch Hochschule? In kleinen Teilen lernen, mit Quizzen angeleitet, Videos Stückchen für Stückchen, Spoonfeeding, sehr gefährlich. Man muss sehr dafür sorgen, dass trotzdem noch wirklich Hochschule stattfindet. Das Lernen auch nicht zu einfach ist. Es gibt zum Beispiel dieses Ehepaar Björk und Herrn Salomon, die das mal ausbuchstabiert haben, auch schon mit Forschungsergebnissen. Desirable Difficulties. Lernen muss hinreichend schwer sein, sonst klappt es nicht, sonst lerne ich nichts. Oder hier Herr Salomon, viel eher noch, 1984, warum ist es so einfach, Fernsehen zu gucken und warum ist es so schwierig, ein Buch zu lesen? Aus dem Buch lerne ich mehr, Amount of Invested Mental Effort. Also Lernen darf nicht zu einfach sein. Man versucht hier an dieser Stelle, an einigen Stellen, nicht nur an einigen Stellen, man sehr viele versuchen, das Lernen so einfach wie möglich zu machen, das alles so glatt wie möglich zu machen, dass es einfach so durchflutscht sozusagen. Das ist gefährlich. Ich glaube, dass man zum Schluss damit den Lerneffekt ruiniert. Eine andere Geschichte, bei der man aufpassen muss, ist, dass man Stoff präsentiert. Diese MOOCs sind ein grandioses Mittel, Lernmaschinen umzusetzen im Internet. Hier gibt es ein Lehrbuch, das wollen wir durchpauken, das Lehrbuch. Das Problem ist, dass die wichtigen Sachen dann vielleicht gar nicht ankommen. Es gibt bei den Physikern seit langen Jahren das Force Concept Inventory. Wenn man Physikstudenten nach dem zweiten Semester fragt, ein Koffer fällt aus einem Flugzeug, was ist die Bahn des Koffers? Ganz viele wissen es nicht. Die haben die wildesten Geschichten gelernt in der klassischen Mechanik, die können aber nicht sagen, wie ein Koffer aus einem Flugzeug fällt. Und sowas kommt vor in dem Force Concept Inventory. Die ganz wichtigen Sachen sind nicht da. Man kann wildeste Formeln, aber die Grundlagen nicht gelernt. Da muss man aufpassen bei dem Stoff, dass wir die MOOCs jetzt nicht benutzen, um den Stoff durchzuprügeln. Es kommt erstmal darauf an, dass die Grundlagen da sind. Spannend, wenn Sie mal googeln wollen, A Private Universe, Videointerviews mit Harvard-Absolventen, die nicht erklären können, wie die Jahreszeiten zustande kommen.
Es gibt wenig Forschungsarbeiten dazu. Was wird eigentlich im Ingenieursleben wirklich gebraucht? Es gibt Ingenieure, die eben nie wieder ein Integral brauchen, absurderweise. Darüber muss man sich überhaupt mal klar werden, ist das das Richtige, was wir da überhaupt unterrichten wollen. Ich weiß das von meinen eigenen Studentinnen und Studenten. Viertes Semester, Dreisatz, schwierig, schwierig. Der war im ersten Semester mal dran. Was ich bei Udacity versucht habe, ist, Geschichten zu erzählen. Es gibt eine Unit, bei der geht es um ein Antiblockiersystem. Wie baue ich ein Antiblockiersystem von A bis Z, soweit wie das möglich ist? Eine andere Unit, da geht es darum, wie berechne ich, was maximal gefischt werden darf? Eine andere Unit, da geht es darum, wie kriege ich Apollo 13 wieder nach Hause? Es rankt sich jeweils um eine Geschichte von A bis Z. Es geht nicht los, Definition, dies ist eine Differentialgleichung. Und dann Kapitel 2, so löst man Lineare und so weiter. Es ist um Geschichten herum entwickelt, statt um Elemente, Wissensatome. Das ist etwas, was man endlich mal besser machen könnte und auch besser machen sollte. Und auch ein allgemeines Problem, was wir mit den MOOCs vielleicht auch mal endlich dann besser machen sollten. Man ist auf den Stoff fixiert, haukt den Stoff durch, aber dann komme ich doch wieder mit der Hälfte des Stoffs durch die Klausur durch. Das ergibt für mich keinen Sinn. Also es ist okay mit der Mathematikklausur, wenn ich Eigenwerte bestimmen kann und wenn ich Determinanten bestimmen kann. Das Bruchrechnen kann ich jetzt nicht, aber das ist egal, was sind die anderen 50%. Es reichen 50%, um durchzukommen. Diese Mastery, dass man es wirklich kann, das könnten wir endlich mal ein bisschen forcieren. Letzter Gedanke, ich glaube, wir müssen über neue Formate nachdenken. Mit den MOOCs präsentieren wir klassische Vorlesungen, klassische Module im Netz. Was Sie an den YouTube-Videos sehen, man kann auch ganz kleinteilige Lerneinheiten machen. Müssten wir vielleicht auch in die Richtung denken. Wäre es sinnvoll, kein großes MOOC zu produzieren, sondern wäre es sinnvoll, einen Beutel an Lerneinheiten zu produzieren, die andere Leute verwenden können? Stellen Sie sich vor, Sie produzieren eine Lerneinheit, dann hier aus Braunschweig, eine Lerneinheit übers Antiblockiersystem. Die ist vielleicht 2 Stunden lang und andere Leute anderswo auf der Welt oder vielleicht auch nur an anderen deutschen Hochschulen können diese Lerneinheit verwenden und überall steht TU Braunschweig drauf. Das ist, glaube ich, ein besserer Effekt, als wenn Sie einmal ein Monster-MOOC produzieren, 1000 Leute nehmen teil und dann wird das Ding eingestampft. Da würde ich also drüber nachdenken, über offene Bildungsressourcen, die in kleinen Teilen auch wiederverwendet werden können. Dankeschön.